Halli, hallo, wieder zu Let's Play, Let's Play Dark Souls, ne? So muss das sein. Jetzt gehen wir da rein als Mensch, aber ohne Verbündete, weil sich hier niemand beschwören lassen möchte. Schade. Ja, ich habe jetzt mal gedacht, eventuell könnte ja hier ein NPC sein, aber... die mögen uns alle nicht. Naja, wir gehen mal rein. Mit sehr viel mehr Leben. Eigentlich könnte ich jetzt auch so durchrennen. Weil dann könnte ich auch den hier machen. Der ist noch nicht kaputt. Doch. Ah, ich habe vergessen, den Elizabeth-Ding zu nehmen. Vielleicht ist auch die Kunst hierbei nicht direkt alle von den Großen Platz zu machen, sondern so nach und nach auch erstmal die Kleinen. Boah, die umzingeln mich. Das ist ja richtig blöd. Weil so... Die droppen Menschlichkeit! Ich will sie haben! Gebt mir eure Menschlichkeit! Boah, so kämpft es sich doch voll einfacher. Bam, bam, bam. Boah, die Menschlichkeit snack ich mir jetzt. So, ich hab was in der Hand gehabt. Köderschädel. Köderschädel. Ah, das ist nicht so das, was ich mir erhofft habe. Warte, du hast hier was am Kreuz? Ah! Der Gag wird nie alt. So, jetzt warten wir, bis der explodiert. Vielleicht ist das ja auch so, wenn wir mehr von denen töten, dann kommen schneller mehr Skelette. So, es fehlt doch noch ein. Ah, das sind unsere Räder. Auf euch haben wir gewartet. So ist der ja voll einfach. Boah, die können wir backsteppen. Ist ja voll geil. Naja, ansonsten hat sich das jetzt auch erledigt. Ihr habt gesiegt. Gerippenfürstseele. Ist ja doch ganz hell hier, wa? Muss ich schon ganz sagen. Ja, ansonsten, ja. Der Gerippenfürst ist down, war jetzt eine Kleinigkeit, wie ich immer in einer neuen Folge erst einen Boss down kriege. Praise for Sun, praise for Sun, auf jeden Fall. Ich wollte schon sagen, wo geht's denn hier weiter, aber hier scheint es weiter zu gehen. Ah. Ich hoffe, jetzt kommt erstmal ein Leuchtfeuer. Wir haben noch nicht mal ein Estus Flakon gebraucht. So, das nutzen wir mal. Ich wollte gerade sagen, der fällt doch jetzt runter, der Spinner. Ist da irgendwie Wasser drauf oder soll das einfach nur Staub darstellen? Ich habe echt keine Ahnung. Aber solange die Brücke jetzt nicht einstürzt und ein Drache vorbeigeflogen kommt, ist alles gut. Wir sind nämlich der Untoten-Slayer, nicht der Drachen-Slayer. We are not a Dover King. Ich habe irgendwas gehört. Oh! Ja, hoppala! Sieht so aus, als wäre hier mal ein Überfall gewesen. Also Ernteteil, ich habe schon Euroteil gelesen. Ups. So, aber hier erstmal. Wusch. Ich glaube, wir gehen unsere Waffe mal verstärken. Ja, das klingt nach einem sehr schönen, sehr guten Plan vor allem. Rötliches Wasser. Aber ich muss ja eigentlich noch Aufnahmen und so alles fertig machen. Ich muss eigentlich so viel noch fertig machen. Für morgen. Oh Gott, ich habe so einen vollen Terminkalender. Waffe verstärken. Wo ist denn unser schönes Schwertchen? Schwerti, wo bist du? Oh, da ist es doch. Das war's. Okay. Warte, der hat doch von... Warte, ich gehe nur kurz was nachgucken. Okay. Okay. Ja.
können eigentlich durch Jux und Dollerei unser Schild verstärken. Was macht das überhaupt? Mehr Schaden und es fährt auch mehr ab. Und das deutlich viel mehr. Oh, Rüstungen verstärken scheint wohl mittlerweile was zu bringen. Sieht's denn hier genauso aus? Ich sag mal, das hier jetzt. Ja. Ja. Bringt schon einiges. Boah, das bringt, bringt jedenfalls mehr als wie ein Dark Souls. Das auf jeden Fall. Hallo du. Ja, ja, wer, Träger des Fluchs habe ich schon mal gehört. So, diesmal habe ich mich nicht verklickt. Also, ich habe mich verklickt, aber diesmal ist es nicht so schlimm. So, nee, da wollte ich gar nicht. Ich wollte hier. Wir gehen wieder Seelen pumpen. Ach, wir haben überhaupt keine kleinen Seelen zum Pumpen. Da müssen wir mit leben, würde ich mal sagen. Ist aber auch nicht so schlimm. Hoffe ich mal. Reisen zurück. Ich denke, das müsste das hier. Erntetal, Giftteich. Na wunderbar. Ich denke mal, wir sollten Anti-Gift-Sachen mal ausrüsten oder so. So. Steck vorüber gegen Magieabwehr. Wann die Scheiße? Steck vorüber. Ne, ich nehme lieber das. So, renn hier durch. Rollen wagt es ja nicht. Schwäche, Durchbruch. Vorsicht vor Gift. Also, dass das Gift ist, sieht man doch. Ups, kaputt gemacht. Der wahre Kampf beginnt. Einmal durch den Teich. Oh, da sitzt ja jemand. Hey du. Wie geht's dir? Are you a traveler? Nee, nee. Ich wohne. I'm Cloanne, a Norstone trader. Erdstein. I travel about collecting rare stones, which I sell to make my living. Mit Stein. I never planned to visit this godsforsaken place. Aber trotzdem bist du hier. But I don't know. I just sort of ended up here. Wie kann man hier einfach so landen? I must have just wandered in. Da war ein Gerippenfürst. But now that I'm here, I've been scouting around for rare bits. Und was gefunden? Oh, don't look at me like that. Ja, tut mir leid, dass ich gefragt habe. These stones are quite useful. For instance, certain stones are used in smithing. Ah, jetzt verstehen wir uns. Oh, now your ears prick up. I've extras if you can pay. This is my trade after all. Okay, Asketenleuchtfisch. Okay. Nice. Geht aber auch voll hier, voll die Assi-Zauber. Sprechen wir. I came here in search of rare stones, but the place is nothing like I was told. All this poison. You can't get very far inside. Don't just go haplessly wandering about. No interest. Suit yourself. Ja, um ganz ehrlich zu sein, jeder NPC behandelt uns, als wären wir so ein kleines Stückchen Würstchen. Am Ende, am Anfang stimmt es doch, aber ich meine, nun gut. Hallo. Ich glaube, unsere Rüstung, unsere Waffen, unsere Fähigkeiten spricht alles für sie. Ich lausche dem Stein, ich bin ein Pionier. Wie geil. Gift. Okay, hier kommen wir scheinbar nicht lebend weiter. So, Ladies and Gentlemen, hier endet das Let's Play. Ich habe keinen Bock, durch Gift zu gehen. Oh nein, skelettenhaftes Gebiet. Leck mich. Du Sacklutscher. Okay, solange eigentlich keine Nekromanten da sind. Also runterspringen werde ich schon mal gar nicht. Oh Gott, das wird so stark für herübergehen. Aber ist es auch Gift? Nicht, dass es Toxin ist, ne? Alltägliche Frucht? Yum, yum, yum. Wah! Was ist denn das für ein Knecht? Ein schwacher Knecht. Wah! Erstmal. Raus, 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 raus. Und dann giftiges Moos. Okay, das hilft definitiv schon mal besser. Wir sammeln die Items ein. Schwindende Seele.
Ah, hier gibt's quasi so kleine Safe Points. Ah, du bist da hingesprungen. Ah, du bist tot. So, ich höre noch was. Ah, die Knochen rollen einfach runter. Okay, dann können wir quasi von Safe Point zu Safe Point laufen. Und warten, bis das abklingt. Wobei, warten, bis es abklingt, ist eigentlich sehr ermüdend. Giftiges Mooswasser. Schwindende Seele. Was bringen schwindende Seelen? Ich will das jetzt wissen. Schwindende Seelen. Wo sind... Und ja, was sind die? Schwindende Seelen haben verloren und die vor langer Zeit geworden. Witz. Okay. Sind die jetzt so klein, dass die... Ach, egal. Ich habe Steinchen gefunden, Madame. Ist unsere Resistenz gesunken oder was? Ich denke schon, weil ich glaube, ich habe nicht gesehen, dass wir noch so geleuchtet haben. So, oh, ich mache das jetzt in einem Zug. Komm schon. So, dann esse ich das hier. Dann kann uns das Gift erstmal nämlich gar nichts. Und ich kann... Ach komm. Jucking jetzt drauf und wir nehmen das hier. Wann sollen wir es sonst nehmen? Eine Fackel haben wir gefunden. Sehr schön. So, wir gehen mal da lang, wo wir nicht durch Gift müssen. Hallos, hallos. Jede Menge Hallos. Boah, die werden geritten! Warte mal, die Dinger kommen mir arschbekannt vor. Die kommen mir sehr bekannt vor. Boah, ich flüchte erstmal. Das ist zu viel für mich. Fick dich, du Pisser. Ich verschwinde. Es ist nämlich sicherer. Hexereiurne. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das sein soll. Wir werden angegriffen. Wie ist der hier hochgekommen? Wieso treffe ich den nicht? Stirb! So, ich glaube, wir wollen so mit dem Bögchen ein bisschen schießen. Was haben wir denn noch so alles im Repertoire? Bam. Oh oh. Okay, das kann das also auch nicht. Ich sollte mir echt mehr Pfeile an. So. Für solche Sachen ist das ja extrem praktisch. Was passiert, wenn ich den Knilch runterschieße? Okay, irgendwie kein extra Damage. Feuer! Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, komm, jetzt hier so. Bam. Bam. Aber wenn ich den jetzt runterschießen kann, warum nicht, ne? Da schieße ich echt daneben. Okay, was haben wir noch für Pfeile? Blutungspfeile. Und... Die dürften jetzt gleich einen schönen... Ja, da war die Blutung. Bam. Bitte wieder eine Blutung. Okay, dann jetzt aber. Ah, jetzt ist es eh tot. Okay, tot ist es. Kein Problem für uns. Wir sind ja der Meister. Der Meister aller Schwerter. So, weil ihr mich vorhin voll angepisst habt. Ich habe das mit dem falschen Motherfucker angelegt. Tür voraus. Das soll eine Tür sein. Okay. Wir können sie nicht durchschlagen. Bam! Ja, so werden Leute erledigt. Wie von Rockley zu Hause. Ja, bei uns zu Hause hauen wir uns gegenseitig mit riesengroßen Schwertern auf die Fresse, wenn wir einen Streit haben. Auch wenn wir keinen Streit haben, hauen wir uns voll auf die Fresse.
So, dann müssen wir einfach hier dran ziehen. Was gemacht wird, ist ja eigentlich offensichtlich. Lol. Ich hoffe, dass mal bald wieder ein Leuchtfeuerchen kommt. So wie dieses hier. Boah, wir sind nicht gestorben bis jetzt. Wir sind awesome. Ah, awesome. Awesome sind wir, sagte ich. Schreit es in die Welt hinein. Awesome. Oh, hallo, du da. Wir wollen mit dir sprechen. Bla bla bla. Ja, ihr müsst stärker werden. Das schafft ihr schon. Ich glaube an euch. Komm, damit wir auf eine schöne Zahl kommen. Was war denn das schon wieder? Ja, pinke Haare. Die Minen. Die Minen von Moria. Ah ne, die hatten wir ja schon. So, ist das jetzt auch die richtige Hülle? Ja, ist es. Ah. Erstmal umgucken. Was, wo, wie sieht Feinde? Hier kommen Feinde. Ansonsten werden hier keine Blutlachen. Ansonsten weiß ich wirklich nicht beim besten Willen, warum hier Blutlachen sein sollten. Ah, ich weiß warum. Ey, lol, das ist so ein das ist so ein Smooth ohne Rüstung. Boah, du musst ja nicht direkt so giftig reagieren. Ich habe auch was Großes. Hier, ich jetzt. Boah, hier sind wirklich so einige Steinchen, ne? Ihr du da. Wahrscheinlich explodiert. Giftig, also. Boah, also wenn die uns treffen, dann treffen sie. Alter Vater, hat der jetzt reingehauen. So, ich guck mich um. Das. Hier wird jetzt gleich irgendjemand amok laufen, die alles wahrscheinlich explodieren lassen wollen. Irdenspitze. Das sieht mir zu giftig aus, um ehrlich zu sein. Also. Na wunderbar. Da bleib ich lieber hier drauf mit der Taste. Wartet, wartet, wartet. Nein, nicht schon wieder. Wir haben noch ein paar. Und solange wir welche haben, nehmen wir sie auch. Aber das Gift wirkt so schnell und so stark. Grüne Blüte, grüne Blüte. Und was konsumieren wir eigentlich die ganze Zeit? Giftiges Moos. Wo haben wir eigentlich so viel? Grüne Blüte. Danach gucke ich jetzt mal. Blaue, orangene. Wo ist was Grünes? Grüne Blüte. Können wir das vielleicht gar nicht so... Ah. Okay. Grüne Blüte, grüne Blüte. Was macht denn die grüne Blüte? Sagt es mir doch. Verschweigt es mir nicht. Boah, ich hab grad voll Bock auf... ist das ein Squid? Vorübergehend Ausdauerregeneration. Boah, ich werde noch das Assassin's Creed Let's Play zu Ende machen, ich schwör's. Ja, wir wollen dem jetzt was ins Mund stecken. Ein Geheimpfad. Können wir der Truhe trauen? Dies sehen wir jetzt. Giftbissring. Bitte macht es allen immun gegen Gift. Gift. Bissring. Wo ist der? Giftbissring.
erhöht Giftresistenz. Ich glaube, das ist wichtiger momentan als hier irgendwie Rüstungsabwehr. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls machen wir jetzt nochmal einen Schnitt.